Jonathan Tah, der soll jetzt intern bei Bayer Leverkusen wohl mächtig Druck machen, denn er hat jetzt nochmal beteuert, dass er unbedingt zum FC Bayern München wechseln möchte. Wir schauen uns an, wie auch die Bayern zu diesem Transfer stehen. Zudem sprechen wir über Joshua Kimmich. Sein Vertrag, der wird wohl, ja, ich sage mal, weiterhin Probleme machen, denn eine Verlängerung, die rückt in weite Ferne. Die Zukunft ist weiterhin offen. Wir sprechen über die neuesten Geschehnisse und Überraschung rund um Mats Hummels. Sehen wir ihn bald nicht in der Serie A, sondern in einer ganz anderen Liga? Darüber sprechen wir gleich. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mal mein Instagram ab, buli_inside, für noch mehr News. Ja, aber damit gehen wir doch rein in das erste Thema. Und das erste Thema, das ist Jonathan Tah und Bayer Leverkusen. Ja, grundsätzlich, da haben wir in den letzten Tagen schon öfter drüber gesprochen, will man ihn weiterhin halten? Simon Rolfes, der hat sich nochmal geäußert, gesagt, ja, wir hoffen weiterhin, dass er bleibt. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Signale des Spielers und jetzt gab es wohl so ein erneutes Signal. Wie der Kicker berichtet hat, soll Jonathan Tah nach wie vor unbedingt an die Sebener Straße wechseln wollen. Er soll intern definitiv auf einen Transfer drängen. Der Kicker berichtet, in der vergangenen Woche war er genauso nochmal bei den Leverkusen-Bossen, wie er das schon vor längerem getan hat, und hat nochmal seinen Abschiedswunsch hinterlegt. Tah ist also wieder einmal aktiv geworden. Etwas, das wir schon länger nicht mehr bei diesem Transfer gehört haben von beiden Seiten. Denn der Ablösepoker, der stagniert. Gründe hierfür gibt es verschiedene. Zum einen wollen die Bayern sich nicht an eine mündliche Einigung halten, die sie eigentlich schon mit Bayer Leverkusen mündlich abgesprochen hatten. Manchmal heißt es aber auch, ja, Bayer Leverkusen will sich einfach nicht auf die Zahlungsmodalitäten der Bayern einlassen. Und jetzt gab es ja dann wieder diese öffentlichen Statements in beide Richtungen. Seitdem herrscht so ein bisschen Eiszeit. Der Spieler hat auf jeden Fall sein Mögliches getan. Also er macht jetzt hier nochmal ganz klar Druck und sagt nochmal ganz klar, ja, es ist ja alles schön und gut. Der Club, ich bin ihm viel dankbar, aber ich möchte die nächste Challenge. Ich möchte weiter. Ich möchte zum FC Bayern München. Und das wohl lieber heute als morgen. Es bleibt also weiter spannend, ob ihm die Bayern hier den Wechselwunsch tatsächlich noch erfüllen können oder erfüllen wollen. Das ist ja natürlich auch noch die andere Frage. Oder ob Jonathan Tah dann entgegen seiner ganzen Gefühle bei Leverkusen bleiben muss. Ich bin gespannt. Ich bleibe da weiter am Thema für euch dran. Stand jetzt würde ich das Ganze so einschätzen. Ja, ich glaube irgendwie, dass das noch was wird. Vielleicht auf den letzten Metern. Ich glaube, die Bayern müssen in der Innenverteidigung noch ein bisschen nachlegen. Wie seht ihr das Ganze? Eure Meinung dazu wie immer auch gerne in die Kommentare. Nachlegen, das müssen die Borussen wohl in der Offensive nicht. Denn da sind sie so gut ausgestattet, dass sie jetzt Youssoufa Moukoko ja ziehen lassen können. Und da gibt es jetzt auch ein neues Angebot und das Angebot, das ist wohl tatsächlich zu niedrig. Die Ausgangslage ist hier ganz klar. Youssoufa Moukoko will Borussia Dortmund verlassen. Er wird dort zu wenig spielen und der BVB ist auch bereit, den 19-Jährigen ziehen zu lassen. Es platzen jetzt mittlerweile Deals mit Olympique Marseille, mit OSC Lille und aktuell sieht es so aus, dass vielleicht auch schon der nächste Deal jetzt zu platzen droht. Mit einem dieser Clubs, die gerade aktuell Interesse haben, mit BD Sevilla, da soll sich Youssoufa Moukoko ja schon einig sein. Die Bild hat jetzt auch über ein Angebot berichtet, denn es soll wohl eine Leihe mit Kaufpflicht sein. Generell ein Modell, womit Borussia Dortmund grundsätzlich einverstanden ist. Die Kaufpflicht soll aber weit unter diesen rund 15 Millionen Euro liegen, die sich Schwarz-Gelb vorstellt. Und dann darf Moukoko nicht gehen. Dortmunds Standpunkt bleibt, Moukoko darf gehen zu einem vernünftigen Preis. Man will den Spieler nicht verramschen, das hat man ihm wohl auch ganz klar so gesagt. Man möchte eben auch einen fairen Preis haben und ich finde 30 Millionen Euro wäre nicht fair. 15 Millionen Euro ist fair, der Spieler hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro, ist erst 19 Jahre alt, kann natürlich noch komplett durch die Decke gehen, hat schon gezeigt in den Jugendbereichen, was er drauf hat. Von daher finde ich das wirklich vollkommen in Ordnung. 15 Millionen Euro ist eine faire Summe, vielleicht einigt man sich da jetzt noch auf Bonizahlungen oder sonst irgendetwas. Ich bin mal gespannt, was uns dann in den nächsten Tagen noch so erreichen wird. Ich bleibe dabei. Weiter am Thema für euch dran. Eure Meinung natürlich wie immer auch hier gerne in die Kommentare. Und dann sprechen wir über Joshua Kimmich. Eines der Themen war vermutlich, warum viele von euch eingeschaltet haben. Ja, wie geht's weiter bei Kimmich und den Bayern? Das ist aktuell nochmal, ich sag mal, in ein neues Licht gerückt. Lange hieß es, das geht nicht weiter, der wird ablösefrei im nächsten Jahr gehen. Jetzt sind aber die ersten Gespräche gelaufen. Jetzt ist auch klar, Vincent Kompany, der plant mit dem 29-Jährigen wieder in der Zentrale in Kimmichs Lieblingsposition. Dementsprechend gibt es auch wieder neue Hoffnung für, ja ich sage mal, eine Verlängerung.
Laut dem Kicker sind es jetzt aber tatsächlich die ersten Verhandlungen mit Kimmich passiert. Der bis 2025 laufende Vertrag soll eigentlich verlängert werden. Bislang gibt es keinen Durchbruch. Das hat jetzt der Kicker nochmal berichtet. Gegenüber der Bild hat Max Eber vor kurzem gesagt, ja, man plant ja etwas voraus. Wir sind uns ganz klar, dass Joshua bei uns in der Mitte enden wird. Dementsprechend soll er ja wieder ein zentraler Baustein bei den Bayern sein. Das in Richtung Mittelfeld, das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Er wird wohl auch mehr Wertschätzung als unter Thomas Tuchel aktuell erfahren. Trotzdem ist natürlich auch noch ein großer Verhandlungspunkt und das ist halt eben das ganz große Problem bei den Bayern, das Gehalt. Joshua Kimmich ist einer der absoluten Topverdiener. Man spricht hier von ca. 20 Millionen Euro, die der Junge verdient. Das ist natürlich eine ganze Menge und eins ist klar, so viel will man ihn definitiv nicht mehr zahlen. Nicht nur unbedingt, weil er nicht mehr die Leistungen bringt, sondern vor allem geht es auch um ein neues Gehaltsgefüge. Kimmich hat, wie gesagt, noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr. Man will eigentlich allen Spielern nur noch so 12 Millionen Euro zahlen. Das wäre für Kimmich ja fast eine Halbierung seines Gehaltes. Oder man plant eben eher so einen geringeren Fixbetrag und dafür mehr Bonizahlungen. Also über gute Leistungen, über viel Spielzeit kann sich ein Spieler bei den Bayern auch noch kräftig was dazu verdienen. Habe ich gerade 26 gesagt, der Vertrag läuft natürlich nur noch bis 2025, also wie gesagt nur noch bis zum nächsten Jahr bei Joshua Kimmich. Bei Kimmich ist es ähnlich wie bei Davis, selbst wenn man jetzt in diesem Sommer keinen Vertrag, Verlängerung erzielen wird, dann geht man trotzdem ins letzte Vertragsjahr, man geht das Risiko ein, Stand jetzt hätte er einen Marktwert von 50 Millionen Euro, eine schöne Summe, die sich die Bayern da verdienen könnten, aber nein, weit fehlt, sie möchten weiter mit dem Spieler arbeiten, wie gesagt, der ist ganz klar im Mittelfeld eingeplant. Anders sieht es ja bei seinem Teampartner Leon Goretzka aus, über den haben wir in den letzten Tagen schon viel gesprochen. Gegebenenfalls sprechen wir heute Nachmittag sogar nochmal darüber. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema und das soll der potenziell nächste Club von Mats Hummels sein. Denn da gab es jetzt auch viele Gerüchte, viele, ja ich sage mal Namen, Clubs, die hier immer wieder genannt wurden. Nicht zuletzt der FC Bologna, die Serie A wurde viel genannt. Dann gab es auf einmal Interesse aus Saudi-Arabien, dann gab es auf einmal Interesse aus der Premier League. Brighton Albion Coach Fabian Hützler, der sprach auf einmal über positive Gespräche mit Mats Hummels. Jetzt geht es auf einmal um Karriereende und auf einmal kommt die MLS. Denn Mats Hummels, der macht sich da ja so ein bisschen so einen Spaß drauf. Er war in der Rutschenwelt Galaxy Erding und hat dazu gepostet, das war wohl das falsche Galaxy. Und Marco Reus, der sagte, ja, da kannst du doch wieder gerne herkommen. Für einen Außenriss haben wir hier noch Platz. Hummels hat aber einen Wechsel in die MLS bis dato immer kategorisch ausgeschlossen. Auch wenn es jetzt hier so diese Spekulationen, diese Scherze untereinander gab, da ist wohl tatsächlich nichts dran. So zumindest war es immer mal wieder Ende Mai von Mats Hummels betont worden. Es geht eben vor allem um seine Familie. Er ist ja getrennt von seiner Frau, sein Kind lebt in Bayern. Dementsprechend möchte er nicht ans andere Ende der Welt ziehen, sondern würde wohl gerne in der Nähe seiner Kinder spielen. Und damit er natürlich auch viel Zeit mit ihnen verbringen könnte, das wäre, wenn er in die MLS wechseln würde, nicht der Fall. Und dementsprechend hat er einen Wechsel dorthin ausgeschlossen. Auch wenn es diese Späße gab, ich gehe fest davon aus, dass wir Mats Hummels bald bei einem Verein sehen werden. So langsam wird es ja auch peinlich, dass er hier Arbeitsamt in seiner Instagram-Bio drin hat. Ich bleibe da weiter am Thema für euch dran. Heißeste Spur, wie gesagt, bislang Brighton of Albion. Anders muss man sagen, naja, da ist er auch in England und nicht in der Nähe von Bayern. Oder er sagt dann eben einem Club in der Serie A zu. Was sagt ihr? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Wir hören uns nachher nochmal oder auf dem Zweitkanal Yoda Insight. Schaut auch gerne vorbei. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.